Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Juli von Yusha und wir sind Feuer und Flamme für unsere Aufgabe. Wir sind im Nichts gefangen, noch immer. Und werden hier ein wenig angegriffen. So. Wir haben jetzt die Fähigkeit zur Wandlung bekommen. Wir tun den Leuten weh. Wir sind ja, jetzt tun den Leuten weh. Das habt ihr nicht erkannt. Wer die meisten Schmerzen verursacht, gewinnt. Krass! Wie schnell ging das denn? Ich war noch nie so schnell tot. Da war einfach Explosion und weg waren wir. Alter, wie krass! Scheiße, wo ist mein letzter Spielstand? Ich habe ganz lange nicht gespeichert. Oh nein. Ach, krasse Sache. Jetzt dürfen wir alles nochmal machen. Ja, herrlich. Dann gehen wir erst in dieses Loch. Oh nein. Wieso speichere ich nur so selten? Es wird zu langsam. Oh nein. Oh, wie doof. Die Maus ist zwar süß, aber scheiße langsam. Dieser Lärm macht mich noch wahn. Ich habe genug von diesem Krach. So, den haben wir wieder geköpft. Ist nicht ganz gut. Gehen wir weiter. Brauchen wir gerade nicht. Wir sind nicht angegriffen. Sterben. Ihr nutzlosen kleinen Kreaturen. Was war's mit dir? Ein schöneres Gemetzel ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss wir können niemandem trauen. Vor allem nicht einander. Doch, ja. Die Lösung ist so einfach. Wir töten. Und zwar jeden. Das ist wunderbar. Und zwar aber jeden. Selbstverständlich. So. Genau so wird es geschehen. Das ist dein Ende, kleiner Magier, Magiersmann. Ne, wir sind ja Gott sei Dank noch nicht allzu weit gekommen. Ich werde jetzt mal speichern. Besser ist. Ich weiß auch, überspeichere ich mal nicht. Weiter geht's. Wie ihr wünscht. Das sind die Dinger, die wichtigen. Ich kann ja mal einen auf die machen. Das bringt hier ein bisschen zum Brennen. Das wäre voll toll. Okay, oder auch okay, wir haben es geschafft. Naja, aber da hinten mussten wir ja sowieso mit Feuer durch. Das habe ich nämlich nicht vergessen. Da kam vorher ein Diener, jetzt ist ja keiner mehr. Und die können wir gleich in den Erdboden zurückschicken, aus dem sie gekommen sind. Ach, verdammt. Ah, jetzt weiß ich, wie das weggegangen ist. Mein Fehler. Stirb einfach. Boah, noch einer. Ich bin der Huhn gegen dich. Hahaha, ich bin nämlich Feuer und Flamme. So, hier muss ich jetzt. Verdammt, ich hab's schon wieder getan. Ja, der hat mich. Nein! Warum? Verdammt! Ja, okay. Oh, echt nicht mehr. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ich glaube, ich muss die ganzen Dämonen nochmal. Ach nö. Ach komm schon. Wie ihr wünscht. Genau so wird es geschehen. Ich bin erfreut. Aber selbstverständlich. Ich hatte da nur noch was zu machen. Wundervoll. So, dann wandeln wir uns gleich. Damit wir hier durchlaufen können. Ich hab keinen Bock auf euch, geh weg.
immer wieder, weil meine Fähigkeit, weil ich die auf 1 so benutze. Ja, ja, ich darf auch dann erfahren. Kann ich den zufällig lustige... Nein, kann ich nicht. Ich kann mich nicht heilen mit dem, außer mit Lyrium dann scheinbar. Warte, ich kann mal ganz hart. Kann ich mich jetzt erstmal heilen. Aber selbstverständlich. Und dann kann ich nämlich umschalten. Ich bin erfreut. Ich kann nämlich angreifen mit meinem super Bogen. Dann hau ich mir nochmal ein Ding ins rein. Dann ändere ich mich wieder in den Feuergeist. Oh, hier hätte ich mich heilen können. Egal. Die haben sich nämlich hier jetzt alle schön umgenietet. Ich werde jetzt mal speichern. Das ist nämlich sinnvoller, wenn ich hier jetzt einfach mal speichern würde. Das wäre nämlich toll, wenn ich hier jetzt speichern würde. Deswegen habe ich hier gespeichert. Warte, dann machen wir mal Folgendes. Dann laufe ich zurück und heile mich. Ihr seid tot, seid ihr. Haha, haha. So viel zum Thema, ihr seid tot. Ihr seid nämlich tot. Kann ich da nochmal... Nein, kann ich nicht. Verdammt. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn noch brauche oder nicht. Ich kann ja mal die Tür öffnen. Nein, das heißt, wir gehen jetzt weg. Wir tun den Leuten weh. Wir sind Magier. Haha, wir tun den Leuten weh. Wir sind Magier. Ich speichere hier jetzt. Wir den Leuten weh tun und Magier sind. Ja, unsere Magie verleiht uns Macht über andere. Nutzt eure Gabe heute. Lasst uns ein Spiel spielen. All dieser Lärm. Wer die und diese meisten Schmerzen verursacht. Nein! Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir tun den Leuten weh. Ja, ihr tut den Leuten weh. Ihr seid Magier. Ich hasse euch. Warte, ich bin gestern wieder. Ich hab nicht gewechselt. Habe ich hier Lust? Da habe ich noch lustige Brandbomben. Zufällig? Nein? Schande, habe ich nicht. Okay. Genau so wird es geschehen. Ach, wechsel doch die Waffe, du Idiot. Wer die meisten schmeckt. Hallo, nimm doch mal die Waffe. Danke. Nein. Ach verdammt, ich dachte, der kann dann und so, aber ich bin gleich schon wieder tot. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Scheiße. Wir tun den Leuten weh. Wir sind Magier. Ja, unsere Magie fällt. Nutzt eure Gabe heute. Lasst uns ein Spiel spielen. Wer die meisten Schmerzen fühlt. Also ich kann nicht entkommen und ich kann auch nicht weiter, wenn ich mich getötet habe. Ich brauche eine Strategie, kann ich die Tür hier zumachen?
folgen mir. Diese Arschgesichter. Folgen die mir bis hierher? Tatsache. Jetzt müssen wir nämlich durch Feuer laufen. Eigentlich. Rein theoretisch. Ich glaube, im Kampf kann ich nicht speichern. Aha, es findet kein Kampf mehr statt. Wir schicken uns ja jetzt einfach mal die Lösung zurecht. Dann können wir uns hier hin. Und dann laufen wir da hinten wieder hin und locken die nächsten. Das nennt man Taktik. Wir stehen in einem Feuerinferno, das ist ja auch lustig. Das dreht ja voll durch. Da ist der andere und war ich ein Lehrer. Jawohl, habe ich es geschafft? Sind sie jetzt alle tot? Ja, jawohl, ja. Hat ja nur 3 Anläufe gebraucht und ich muss sofort speichern. Krass. Wir haben es geschafft. Wir sind auch schon geheilt. Da kommen wir trotzdem nicht durch. Kirchenpriester sieht aus wie Morgan. Für Liliana. Helft mir, bitte! Wird gespeichert. Danke. Es ist Zeit, dass dieser Traum endlich ein Ende nimmt. Ich gebe euch meine Stärke. Gegen den Dämon, der hier herrscht, wird sie euch nur wenig nützen. Aber vielleicht kann sie euch in anderen Reichen helfen. Findet eine Möglichkeit, alle Dämonenfürsten zu vernichten, um den Weg zum Dämon der Trägheit zu öffnen. Befreit uns alle aus diesem Albtraum! Ah, krass, wir sind jetzt, wir haben hier jetzt einen... die Golem-Gestalt bekommen und haben ein paar neue Fähigkeiten erhalten. Das ist ganz cool. Dann können wir vielleicht... Was bist denn du für eine? Achso, nichts Besonderes. Wir könnten jetzt hier raus, aber wir könnten auch, solange hier keine Leute mehr rumschillen, zurücklaufen. Da war nämlich eine verschlossene Tür. Wir könnten nämlich versuchen, diese Tür... mit dem Golem zu öffnen. Total nichts. Ah, das war jetzt einfach nur eine sinnlose Tür. Ja, okay. Wir sind sehr schnell dabei auf jeden Fall.
Wir haben auf jeden Fall einen ordentlichen Bums drauf. Speichern besser ist. Besser ist, wenn ich mal speichern würde. Hallo meine Golem-Freunde. Stärke bekommen. In diesem Fall war es das auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.